Und es geht weiter mit Let's Play Fake Grand Order. Ich bin es im Zimmer FX. Wir sind hier immer noch in unseren Interludes und haben beim letzten Mal die erste hier von ihm erfüllt. Und jetzt machen wir gleich seine zweite, damit er hier die wahre Kraft seines Noble Phantasms erwecken kann. Und dafür haben wir doch jetzt hier mal unsere Bestie Party raus, Mann. Die Bestie Party ist nämlich awesome. Und dann hauen wir, würde ich mal sagen, rein. Wir sind hier aktuell in Fuyuki und in den Ruinen davon und wollen hier Herakles, also ich denke Herakles zumindest, bezwingen. Enemies destroyed. All that's left is the seven back there. Es ist Herakles. Even corrupted, its power is real. You need to kill it more than once or twice. It means we need to keep killing him. Let's do this, Master. Ja, das war nämlich wohlgemerkt der mit Abstand beste Moment, nämlich in dem Fate Stay Night Anime, also dem Originalen von Dean. Nämlich, wo Emir sich. Ich spoilere es jetzt einfach mal, der ist 15 Jahre alt. Opfert und dann hier gegen Herakles kämpft. Und das ist so ein badass Fight, liebe Leute. So ein krasser Fight ist das. Man kann es kaum sagen, Mann. Wie cool dieser Kampf ist. Lang drei Züge, um den zu bezwingen. Ich überlege, weil dann kann ich gleich. Anderson MP raushauen. Ach, mach was. Nee, und also wie gesagt, dieser Fight von ihm ist so geil, wo er da Unlimited Blade Moves macht und einfach so fightet. Es ist so cool, Mann. Und ja, jetzt machen wir kurz mal den und den. Und ja, wie gesagt, also ich feiere diesen Fight, auch wo er seinen Psalm da aufsagt. Jetzt müssen wir ihn nochmal sagen, liebe Leute, ich kann ihn ja. I am the bone of my sword. Steel is my body and fire is my blood. I've created 1,000 blades, unknown to death, nor known to life. Half with the pain to create many weapons, yet thou hands will never hold anything. So, as I pray for unlimited blade works. Kannst du jetzt nicht mehr kriegen? Oh, sie crit doch! Danke. Es ging nur darum, dass es eine Beamer auflädt hier. So. Dann haben wir hier schon gewonnen. Oh, so. Komm, bitte greif. Dankeschön. Dankeschön. Oh, Leute, ich habe so harte Migräne, aber es geht schon. Gut, du denkst natürlich, mein MP ist jetzt nicht voll. Ich sage dir, es ist anders. Und ich mache die jetzt blott. Okay, liebe Leute, es ist Zeit, dass Fuyuki. Oh mein Gott, sieh das hier oben. Fuyuki wird angegriffen. Da kommt eine Pyramide angeflogen. Lauft, Leute! Lauft! Es ist zu spät! Schade. Und schon ist Fuyuki ausgelöscht. So, von dem her machen wir übrigens als nächstes gleich dann die Interlude, Mann. So, okay. Übrigens ist es sehr nice Kombination, weil alle, also Anderson und auch Nero, tun von all die Skill hier. Haben das positiv auf sie, weil sie ja alle Imperial Pledge haben oder halt. Ja, mit seinem Noble Phantasm. Das funktioniert so gut, die Party, Mann. We did it! We won! Naja, nur einmal bezwungen, keine 12-mal. It'll take more than a berserker to stop me. So sieht's aus. That was a splendid battle. You're no longer a novice. Oh, no longer a novice, but not a true master yet. Is that really something for me to say? You still have some work for him, right? Well, for me, this kid is doing a great job. But Maggie Mary Doe, you're asking an internet idol for opinions on a master's growth? Of course I am. So much so she complains and says that all you'll ever talk about now. That may not be the best idea, Doctor. Try not to stay on the internet all day. Either way, that's all I have for you to do. Master, you may now order me as you like. How about fighting the real Berserker? I shall show you my mastery of the blade. Ihr wisst schon, die Archers sind aus Archers gemacht. So. A noble phantasm battle between Archer and Berserker? Awesome. Make sure you win this time, Archer. That's up to my master. I'm counting on you, Maxi. Surpass the hero whom I couldn't before. Das heißt, jetzt hat er endlich einen gescheiten Master, nicht so ein Weicher wie Rin. Rin, liebe Leute, Mann. So, noble phantasm upgrade. Das heißt also, die Heavy Defense Ignorant Damage wird nun stärker. Das freut mich doch. Schwankt immer noch zwischen E oder A. Das Noble Phantasm. Okay, dann gehen wir
ganz kurz in die Spirit Origin rein und schauen hier rein. So, was haben wir denn hier? Ach, das ist nichts so Besonderes. Wir sind nur seine Skills. Ach, schade. Fighting yourself, stop it. It's not all that great. Okay, der Satz ist natürlich aus und geht natürlich hier auf die Beziehung hier in Fates the Night ein. Okay, liebe Leute, dann stand da jetzt nicht so viel Großartiges. Dann würde ich mal sagen, springen wir gleich zu unserem nächsten Chaldea-Geld und wir machen jetzt die Interlude von unserem guten Hans, denn die ist auch sehr wichtig, weil Hans ja einer meiner meistbenutzten Servants ist. Ja, ich will ihn bis auf meine eigenen. Übrigens hier außer. Das ist die Level 100 Euro really talk mir so sehr. Mach mal die Party, pack mal nur, anstatt sie, tue ich Vlad rein. Vlad ist simpel, Vlad ist einfach, Vlad bedeutet draufhauen. Und draufhauen ist immer gut. Ja, machen wir das so. Wird schon schief gehen. Interlude, Human Observation. So, schauen wir mal, was der gute Anderson jetzt erzählen hat. How are you, Master? It's good to see you, that you're not looking disgruntled today. I'm so disgusted with my super boring life that my brain was turned to stone. I feel like as I've been transformed into a dumb monkey, I'm overwhelming lacking enrichment in my life. Look, don't you have anything to say to us, my master? Stone bread? Huh, you don't know the taste of a completely dried bread? Scandinavians start their breakfast by forcefully washing down a piece of rock-like bread with a drink like lead-boiled water. Well, that trivia aside, what I want to say, Maxi, is give me something new to write about, or if you don't have anything, then give me some money. I have some fun at the bar to kill some time. Was? No, meine QP können mir die Arbeit arbeitet. Senpai, Mr. Anderson is sounding more arrogant and reprehensible than ever. Did you do anything to get on his bedside? Nicht mehr sonst. Anderson ist alles like this. Anderson ist das, weil ich dich so oft benutze, oder wie? So you say you're not at fault, of course. That's what I remember too. Mr. Anderson, we don't have any resources to waste here at Chaldea. Please, behave yourself and work on a new book. Personally, I request a sequel to The Little Mermaid. That's already so popular among women and kids. I wrote it so to mock the idiots in this world, so I don't understand why it would be taken as a touching tale. What? Mister, what did you just say? I said it is one of the worst threats I've ever wrote, you fool. Jeez, I made the ending so obvious, but people kept calling it a tragedy or a tragic love story. Not only is she finally released from love at first sight, but she even gets her soul as a reward in the end. Listen, the best part about love is when it's purely yours. That's my conclusion, at least. You asked me to write a sequel, but why can't you understand it would only drive Little Mermaid to further despair? What? You look like it's the end of the world. Du hast keinen Tag gefühl, but I'm saying you don't ask me to write a sequel to a story that ended already. It's the reader's privilege to imagine what happens after the ending. Oh, jetzt hat er sich schlecht gefühlt, wo er Messi hier kriegt. Was er so traurig gemacht hat. Fine. If you don't have any money, some new inspiration will do. Take me wherever you can, Maxi. France would be nice for now. What are you doing, Marsh? You're coming too. We'll end up dying if it's just me and Maxi. Wieso denn? Ich hab doch dich erlassen. Right. Hugh, is this place alright with you, Mr. Anderson? Yes, anywhere's okay, as long as I can stay away from the desk. Let's enjoy the city of Frost first. Master, how's this approaching? Looks like ghosts from the 100 Years' War manifested using the Grail's power. Huh, such as from the past, they are reappearing. Interesting. Why don't you play with them, Maxi? I'm against labor, but I will bear with it to get something to write about. Make this battle a good one, yeah? Yes. Hey, fein, so Mann. Der war definitiv das Highlight für mich. Und am Ende hat er sich dann der Helden vom Mordet noch gestürzt. Mann. Der ist so cool, Mann. Ich mag Anderson. Also ganz ernsthaft, nicht nur weil er so hilfreich ist und weil ich kein Merlin und Wave habe, sondern auch einfach weil ich so gehen sogar mag, hat das definitiv verdient, mal gegrailt zu werden. Einfach so.
einfach so ein paar Gerale in ihn reinstecken geht schon. Also ich finde, so ein kleiner goldener Rahmen um ihn wird ihm schon gut tun. Aber ich meine, das hätte ich auch gerne um Caesar und Betty. Betty müsste man eigentlich so hart grailen. Also spätestens nach den Ereignissen von Camelot müsste man ihn eigentlich grailen. Komm. Ah, was ist denn los, Mann? Lass mal laden. Lass sie hier. Irgendwie schaffe ich es gerade nicht mit Umu ihr NP aufzuladen. Nun gut. Übrigens, ganz nett, Mann. Natürlich gibt es eine Fortsetzung zur kleine Meerjungfrau. Schaut euch mal Disney an. Die haben einen Film rausgebracht. Ariel die Meerjungfrau. Und haben dann einfach nochmal einen Film, einen neuen rausgebracht. Und Teil 2. Der ist zwar nicht gut und so. Aber nun gut, Leute. Hauptsache Film. Nein, der kann man nicht glauben. Schade. Lass mir erstmal das machen und dann Umu, oder? 3%, Mann. Nun gut, jetzt habe ich keine Pi, aber egal. Schauen wir, was die letzte Welle so drauf hat. Ich hoffe, es ist ein Gegner. Vlad ist nämlich nur für einen Gegner da. Habe ich euch, ich glaube, ich habe schon gesagt, Vlad ist mir mit Abstand meist benutzter Server, also vom Bond-Level her. Und auch so, weil ich bin einfach immer dabei. So in der Hinterhand, weil er einfach mal fett einfach seine MP raushauen kann. Und man muss sich nicht unbedingt großartig dafür anstellen. Schaden, dann hier, Ding. Es ist ja schon ewig her, dass wir Interludes gemacht haben, gell? Das war doch noch mit Vlad, das war doch da die eine sehr, sehr coole Geschichte, wo er dann, kein Vampir, also wo er seine Legende nicht mehr die vom Dracula, dem blutrünstigen Grafen hier sein soll, sondern halt eine andere von dem legendären Gentleman. Nur so, also. Martas Interlude haben wir, Spartacus erinnere ich mich auch, glaube ich noch. Aber das ist echt schon ewig her. So, und jetzt gibt ihm Castoria und er wird zum ultimativen Killer, mein kleiner Vlad. Kein Bock, aber jetzt retten wir. Lohnt sich zwar nicht, aber komm. Der sollte gerade mal so lange, um den zu besiegen. Aber nur ganz gerade. Ganz herzlich, wenn er crittet, Mann, dann ist er so ein Tier, Mann. Also wenn man, solange seine Skills aktiv sind, man ist ihm ja so überpowered, man. Aber so derbe überpowered, wirklich. Also, ich hoffe, das war erstmal genug Inspiration. Denn ich weiß schon wieder nicht, wieso wir einfach wehrlose Menschen, wehrlosen Geister, Menschen, die eigentlich nichts getan haben, hier angreifen. Aber okay, ist halt so. Auch interessant, dass man die übers Menü starten muss. Ja, nehmen wir mal was anderes. Ja, der als letztes online war, so. Machen wir dieselbe Party wieder, obwohl. Ja, Lenzer, ja, das passt schon. Das passt schon. Also, Anderson, wie sieht's aus? Not bad. I've never thought of this, but perhaps it was too late. Mr. Anderson? Maxi Mesh, let's move on to the next location. You went on quite a rampage in Rome, correct? Then let's head to the Italian Peninsula, where my heart belongs. I thought you said you hate physical labor. Skip the commentary and you call yourself my editor? Let's check the next observation object already. Apparently we've pushed these buttons as a writer. Let's just accept it and keep him company. I found you. How do you do? Take that. What's wrong with you people? Especially the kid there. His face has bad guy written all over it. Wow, so aggressive. As expected of Rome soldier. Their brains are always on vacation. Mister, with all due respect, anybody who get mad if a stranger suddenly threw a mud ball at their face. What? All I did was add fuel to the fire. Maxi, make sure you keep them alive this time too. Du bist so ein Lutscher, Mann. Du bist so... Aber ich sag euch, Leute, ich finde Anderson zu cool, Mann. Also, London war definitiv nicht die beste Singularität, hat storytechnisch doch einige Schwächen gehabt. Aber er war einer der Highlights, Mann. Das ist dieses kleine Gebäude da, wo man hier zusammen mit seiner Party da immer unterwegs war. Das hat mir sehr gut gefallen. Das sind Karten, wie ich es will. Da, wo man in diesem kleinen Kapuff da war und dann mit... Jekyll und ja, Shakespeare und natürlich
Anderson, ja, war das hat mir ganz gut gefallen. Ich würde mir wünschen, dass wir Anderson noch in anderen Singularitäten sehen. Weil er einfach so ein cooler Charakter ist. Oh, Ymir, du bist gerade überflüssig geworden. Trotzdem ziehe ich dich natürlich, das war klar. Greif nicht Ymir an. Greif nicht Ymir an. Greif auch nicht Vlad an. So, die kannst du. So mag ich das, genau. So, und jetzt bitte einen starken Gegner. Oder nur Lancers. Das ist schlecht. Das ist sogar sehr schlecht. Was machen wir jetzt? Ja gut, wir machen dasselbe Spielchen wie beim letzten Mal. Jetzt killen wir erstmal so ein, beim nächsten Mal haben wir dann seine MP raus und dann schauen wir, wie wir die anderen bezwingen. Sage, deswegen packe ich ihn für immer meinen Vlad ein, weil es ist ja wurscht, man. Der kann durch ein bisschen Schaden abbekommen, das ist dem eh wurscht, man. Der haut so viel raus, man. Und in dem Fall langt es ja bei weitem nicht, dass die Gegner uns irgendeine Gefahr darstellen. Es ist ein netter, schwacher Gegner mit einem Berserker zu bekämpfen. Weil was mich so ankotzt, man. Was mich so hart ankotzt an diesem Spiel. Ist das immer die Ritterklasse hier immer in diesen gemischten Dingern kommt. Und da bin ich halt einfach chancenlos, man. Besonders weil mir halt auch so richtige AOE-Lancers fehlen. Wie gesagt, ich habe ja Romulus. Roma! Aber ansonsten habe ich halt leider auch nichts. Kann ich ja mitnehmen. Wenn ich so. Oh, können wir mitnehmen. Der ist jetzt Level 60 oder so. Aber sonst habe ich halt echt keinen Mann. Und da lese ich immer, oh, die Lancer-Klasse hat so viel gute AOE-Lancers, Mann. Aber ich habe keinen einzigen. So, da kommen jetzt keine Lancers mehr. Das heißt im Endeffekt, wir müssen leider Nero rausschmeißen. Und dafür nehme ich jetzt Romulus mit. Roma, der hat nämlich auch ein Pirate, was ihn eigentlich so ziemlich stark macht. Jetzt weiß ich gar nicht, dass sein MP war Basta, oder? Jo, natürlich auch nicht auf Stufe 5. Alle Services, die ich nutze, die habe ich natürlich nicht auf MP5. MP5. Das ist so klar, Mann. Ah, oh, das ist das Leben halt. Okay. So, wo geht's jetzt als nächstes hin? Ah, super. Well, now that we finally ventured out into the ocean. Oh, your prey is coming to us. Guys, this is a non-stop party. Should we strip them or strangle them? Ridicule them? Whatever. Let's just kill them and let off some steam. We are already in huge trouble? Was hat Anderson schon wieder gemacht? Yes. This is what happened when Anderson fixes the coordinates right in the pirate ship. Haha, sorry, I underestimated the pirates' IQs. I had no idea how dumb they actually are. They aren't worth observing. I'm going home. You guys go ahead and beat them for me. They may be a memory of the sea, but they are still humans. Beat them to a pulp and make them regret the actions. You don't have to tell us. We do that. And you should reflect on your deeds for once, too. Gotcha. Oh, Mesh, about the sequel to The Little Mermaid. Can I base the appearance on those pirates? Absolutely not! Liebe Leute, Mann, der ist so gemein, Mann. Der ist so böse. Ich finde ihn so aus, Mann. Ich glaube, wir grillen ihn, Mann. Einfach so, Mann. Er hat es einfach verdient, Mann. Einfach weil er so gemein ist. Okay. Ich hätte jetzt darauf wetten können, dass ich drei Romulus-Karten ziehe. Hätte ich jetzt so darauf wetten können. Aber da haben wir jetzt Glück gehabt. Zwei von uns nur. Nein! Ich finde, unter 1000 Leben sollte einfach das Leben abgerundet werden von den Gegnern. Wegen 600 Leben, Mann. Schon wieder 20 Sekunden meines Lebens verschwendet mit einem zusätzlichen Zug, Mann. Das geht gar nicht, Mann. Okay, das war's dann natürlich mit den Lancers. Und die letzte Welle besteht dann wieder aus Gegnern, gegen die ich ihnen schlechte Karten habe. So wie immer. Roma da. Oh. Jetzt kann's mal glänzen, mein Freund. Jawohl, machen wir es. So, so.
Römer! Ich mag Romulus, liebe Leute. Ja, ist eigentlich gar nicht so schlecht, Mann. Ich müsste den auch mal mit Ozzy eigentlich testen. Hab ich noch nie gemacht, weil der auch hier die schöne Imperial Privilege. Wenn das jetzt sieht, Mann, dann haben wir gewonnen. Ja, sehr schön. Aber ich glaube, das geht jetzt immer. Ja, ich weiß gar nicht. Ich glaube, das ist auf. Ich habe den ein bisschen gelevelt, aber nicht zu viel. Ich habe ja eh so wenig Lands, dass da dachte ich mir, ja, müssen wir mal ein bisschen Abwechslung reinbringen. Spürt die Macht der Natur! Okay, liebe Leute, das war doch ein erfolgreicher Tag. So, Roma hat mal wieder gesiegt und Roma ist natürlich wieder vorne dabei und Roma hat wieder alles toll gemacht. Deswegen sind wir Roma-mäßig wieder unterwegs. Haben wir ein paar Mal oft Roma gesagt? Nee, oder? I'm satisfied. Good work, Maxi. I had an experience like no other, thanks to you. You're finally back. We had a rough time, huh, Master? I'm busy fighting for all those eras. It was good comic experience for us, but why did you do it, Mr. Anderson? To observe people, of course. The weapons people of those eras used, how they fought. Even primitive combat reflects human thoughts. The difference of all those eras will make a great reference. Observe people? Then you must love mankind, right, Mr. Anderson? Huh? Don't be stupid. I've no interest in mankind. I just need data. Not only the soldiers, I learned something about you too as well. Maybe I will write it into a book someday. Thank you for that. Being written about by one of the three greatest fairy tale authors, I'm embarrassed just saying it. But I think it would be a great honor. Dr. Roman would get so jealous. You two get along so well. You're so easygoing. I made a contract with you as a servant because I had no choice. But now I've changed my mind. It's hard to find partners for this crazy field work, you know. I think I'll get a little more fired up from now on. A little, very little, a tiny bit. I'm glad I was able to help you write, Mr. Anderson. Don't you understand? That's a separate matter. This is why I hate my readers. Ach, du bist eigentlich ein guter Anderson. Okay, und natürlich gibt es wie eh und je einen kleinen Sync-Wort und Random Trust to Increase Attack. Okay, jetzt schauen wir mal. Also, Random Trust Defense und Increase Seedrop Rate. Das ist nämlich neu, der Skill, genau. Und, das, okay, das Restore HP, das ist alles gleich. Aber wie gesagt, der Increase Seedrop Rate, das ist neu. Und das heißt, unser Skill ist noch ein bisschen besser geworden. So. He remained single throughout his life, even after his fame. According to one theory, there was an individual he grew fond of, but due to his pride and a complex about of his own appearance, he was never able to act on those feelings. He died at 70 from liver cancer. It is said he died holding a letter from his first love that he always kept with him. Oh, Chiara, oder? Nein, traurige Geschichte, aber okay. Immer ein neuer guter Skill. Und ja, Leute, dann würde ich mal sagen, werden wir beim nächsten Mal weitermachen mit den Singularitäten, mit den hier Interludes. Ich denke mal, wir werden das nächste dann hier Paracelsus machen, weil die noch wichtig ist. Und dann schauen wir mal. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und auf Wiedersehen. Ciao.